Scorpion hat mit dem ADX1 als Adventure-Helm und dem Combat als Exotenhelm zwei rattenscharfe Helme für ATV und Quad-Piloten neu im Programm. Robert, dann beschreib doch mal die wichtigsten Eigenschaften von den beiden neuen Helmen. Das war ich doch gern für dich. Schau her, wir haben hier einen nagelneuen Adventure-Club-Helm. Absolut Neuigkeit für 2017. Man sieht hier, man kann ihn schön aufklappen. Man hat hier einen leichten Sonnenschutz. Natürlich eine Sonnenblende, wenn mal die Sonne richtig brennt. Der Helm wird ausgestattet sein mit einer Pinlock-Scheibe, mit so einer genannten Anti-Beschlagscheibe. Und zwar in der Version Max Vision. Die geht also wirklich außenrum um das ganze Visier, damit man einfach keine störenden Kanten im Sichtfeld drin hat. Belüftet wird über eine Kopfbelüftung, man sieht die hier ganz gut, und über eine Frontbelüftung. Was wird der kosten und wann wird er verfügbar sein? Der Helm ist jetzt schon in einigen Farben verfügbar und kosten wird er 259 Euro oder ab 259 Euro. Er hat einen sogenannten Ratschenverschluss, was hier jetzt überhaupt nicht geht. Sehr einfach zu handhaben und sehen wir bei Scorpion natürlich auch im ATV- und Quad-Bereich. So, und jetzt zum Combat, der ja eigentlich ein Pilotenhelm ist. Unser Combat, ja, auch ein nagelneuer Helm für 2017, neu konzipiert im Bereich der bösen Optik natürlich, wie man sieht. Er hat eine Sonnenblende, die was man nach oben und unten schieben kann. Das Kinnteil ist abnehmbar, das heißt, ich kann hier anhand der Druckknöpfe kann ich das Kinnteil abnehmen und habe somit einen Jethelm im Pilotenstyle. Er wird auch über einen Ratschenverschluss verfügen, er ist gut belüftet und hat hier vorne vier Schlitze, wo auch genügend Luft reinkommt. Es wird im Lieferumfang sein, ein helles Visier, also leicht getönt. Und ein dunkel getöntes Visier ist mit an Bord, was ganz einfach zu wechseln ist, und zwar mit einem Stecksystem. Ich ziehe das einfach raus und kann es wieder reinstecken. Ganz, ganz easy, kann jeder. Wann wird er verfügbar sein und was wird er kosten? Verfügbar wird er sein ab Dezember in Deutschland. Und er geht ab 229 Euro los.